this. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, ich möchte an dieser Stelle ein unmissverständliches Bekenntnis abgeben. Für uns als Sozialdemokratinnen ist unsere Neutralität mehr als ein faktisches Regelwerk. Die Neutralität ist ein Bekenntnis zur Demokratie und zur Freiheit, ein klarer Auftrag für eine engagierte Friedenspolitik im Rahmen eines geeinten Europas. Gerade im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird unsere verfassungsmäßige Neutralität von wenigen, aber sehr lauten Stimmen zum Teil heftig kritisiert. Dabei wird unsere Neutralität im In- und Ausland als etwas Überholtes und nicht mehr Zeitgemäßes erachtet. Die Neutralität wird unter anderem als nationale Folklore ins Lächerliche gezogen, wie es diese Woche in einem englischsprachigen Artikel des Mediums Politico. Im Kontext der geopolitischen Großmachtkonflikte wurde die 80-prozentige Unterstützung der Österreicherinnen und Österreicher für die Neutralität belächelt und kritisiert. Um die Bedeutung der Neutralität in seiner Dimension überhaupt verstehen zu können, möchte ich Bruno Kreisky zitieren. Lernens Geschichte, Herr Reporter. Das gilt vor allem für jene Medien, die nicht die Interessen Österreichs vertreten, sondern eine andere Agenda verfolgen. Vor dem Hintergrund des Volksbegehrens Neutralität Österreichs ja, erscheint es mir notwendig, den historischen Kontext unserer Neutralität in Erinnerung zu rufen. Meine Damen und Herren, unsere Neutralität ist das Ergebnis zweier Weltkriege im 20. Jahrhundert, in denen 80 Millionen Menschen für Großmachtinteressen blutig geopfert wurde. Dem Aufruf des Kaisers Franz Josef 1914 an meine Völker folgte 1939 der Schlachtruf des blutrüstigen nationalsozialistischen Diktators. Seit 1945 wird zurückgeschossen, leider ebenfalls ein gebürtiger Österreicher. Der Zweite Weltkrieg brach aus und mit der Shoah wurde der größte Zivilisationsbruch der Menschheitsgeschichte begangen. Unsere Neutralität ist das Ergebnis des Sieges über die nationalsozialistische Terrorherrschaft in Europa und in der Welt. Die Neutralität brachte uns schließlich 1955 die Freiheit und bewahrte uns vor dem Schicksal der Teilungen in ein demokratisches Westösterreich und in ein stalinistisches Ostösterreich. Die Demarkationslinie wäre durch Niederösterreich verlaufen, so wie Wien und Burgenland in Diktatur gefangen gewesen. Wir alle sollten aus unserer leidvollen Geschichte lernen. Aktive Amtssitzpolitik in UNO, in OSZE sowie engagierte Neutralitätspolitik betreiben. Das ist Rot-Weiß-Rot. Das ist unser Österreich in der Zweiten Republik. Danke. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Reifenberg.